Herzlich willkommen zum neuen wöchentlichen Kartenchaos. Ich begrüße euch im neuen Jahr auch bei Hearthstone. Und ja, wir haben leider pünktlich zu Neujahr fast, also naja, pünktlich an Silvester, leider kein weiteres, Neujahr war es, glaube ich, kein Kartenchaos gehabt, weil ich zu Hause bei meinen Eltern war, dort nur meinen Laptop hatte und es dann leider von dort nicht aufnehmen konnte oder beziehungsweise hat sich nicht so angeboten. Deswegen leider letzte Woche keine Folge, tut mir leid, aber heute geht's ja endlich wieder weiter. Und zwar mit einem Fremden, dem dunklen Wanderer. Der setzt sich an den Tisch und sieht sein Gesicht von der Kapuze verhüllt, ein unheimliches Deck in den Händen. Können die Geheimnisse lüften, die diesen dunklen Wanderer umgeben. Das heißt, ich kann ein wildfremdes Deck aufbauen und ich weiß überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Das ist ja schön. Dann nehmen wir doch mal den ich möchte gerne, den Hexenmeister nehmen. Ich habe irgendwie gerade Lust auf den Hexenmeister, keine Ahnung warum. Wir nehmen mal den Blutwichtel, Opferpakt wäre auf jeden Fall ganz geil. Leerwandler können wir einmal reinnehmen, das hier bräuchten wir auch. Flammenwichtel brauche ich nicht unbedingt. Weltliche Ängste, ach hier, Dämonenfeuer, genau. Verleiht, gibt einem Gegner einen Mana-Kristall. Na gut, wenn es ganz am Ende irgendwann ist, dann okay. Blutsauger sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Den mag ich auch, den Boss der Wichtel-Gang. Dämonenzorn, ja. Dämonen wahrnehmen. Zwei Dämonen aus dem Deck. Brauche ich die Karte zweimal? Einmal reicht, glaube ich, völlig. Nein. So, den hier will ich auf jeden Fall, weil für Obwerfen, das kann man immer gebrauchen. Beschwörungsportal einmal nur, das reicht. Schreckende Lehre können wir mit reinnehmen. Das brauchen wir. Oh, warte mal, den haben wir in Gold. Na dann. So. Die Verdammniswache für alle Fälle, nämlich den schwebenden Beobachter, darf ich mit reinnehmen. Das ist ja geil. Das ist ja cool. So, wirbelnde Neta vernichtet ein. Oh. Keine Karte mehr frei. Okay. Dann nehmen wir mal das Ding weg und holen dafür D rein. Dann nehmen wir mal... Ah, ich habe so viele billige Sachen hier, ne? Oh, ich gar nicht so viele. Weltliche Ängste, ja gut, eigentlich ganz geil. Dunkelbombe, 3 Schaden verursacht. Na komm, ey. Vergiss es. Machen wir lieber so. Und dann... Was haben wir hier noch, was ich rausnehmen könnte? Karakatang. Naja, das lassen wir mal drin. Tafelsilbergolem zweimal. Na gut, aber wir haben andererseits auch nicht so viel, was wir abwerfen würden, ne? Wir haben nur die Verdammniswache. Ach komm, ist egal. Wir probieren es mal so. Wir machen das mal so. Mal schauen. Mal schauen, was da passiert. Ich bin mal gespannt. Der dunkle Wanderer. Ja, wieso haben die alle so komische Stimmen, als wären die irgendwelche Roboter? Keine Ahnung. Okay, es ist ein Kartenchaos gegen einen Computer und nicht gegen einen menschlichen Gegner. Es ist ja schon mal von der Grundlage aus halbwegs schön. Ah. Okay, wir probieren es mal. Gut, da hat auf jeden Fall kein Geheimnis irgendwas gemacht. Das ist schön. Der greift mich erstmal instant an. Okay. Das soll mir recht sein. Machen wir so. Nächste Runde kommt mein Boss, der Wichtel-Gang. Das finde ich jetzt nicht so cool. Hey, das hätte er vorher machen müssen. Hätte er noch einen Tentakel mehr. Okay, oder so. Okay. Schattenbestie ruft er herbei. Uiuiui. Okay. Dann holen wir jetzt mal unseren Boss, der Wichtel-Gang. Schreit mich nicht so an. So, der hat jetzt 5 Leben. Na toll. Danke. Das war jetzt ein bisschen ungeil. Danke. Scheiße, jetzt ist er schon tot. Wollte ich gar nicht. Ich wollte gar nicht, dass er schon stirbt. Naja, was soll jetzt passiert. Dann rufe ich jetzt den... Warte mal, legt einen zufälligen Dämon aus eurer Hand auf das Schlachtfeld. Der bringt mir im Moment gar nichts. Das ist ja doof. So. So, wir greifen erstmal mit dem an. Okay, da passiert gar nichts.
Ich bin mal gespannt, was da passiert. Beschwört einen zufälligen Wichtel. Ach, das ist ja eine coole Fähigkeit. Das heißt... Bin ja schon dabei. Oh. Ich brauche unbedingt diese Karte, womit ich einen Wichtel töten kann. Ihr wisst, welche ich meine, ne? So, den muss ich auf jeden Fall jetzt töten. So, den töte ich jetzt auch erstmal. Aha. Das ist ja geil. Aua. Hä, wieso hat er den denn zufällig beschworen? Was ist das denn für eine Geschichte gewesen? Kann der das? Was? Oh, wie frech. Okay. Was machen wir denn am geschicktesten? Am geschicktesten könnte ich Karakajam machen. Hier, hier, Dingster, Bumster, Bumster, Bumster. So, das machen wir mal kaputt hier. Oh, vernichtet einen Dämon. Ja, für alle Fälle habe ich jetzt schon mal die richtige Karte dabei. Sehr gut. Und zack. Ui. Sehr gut. So, den machen wir jetzt hier noch ein bisschen Damage. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Der greift mich natürlich direkt an. Ist ja logisch. So, kriege ich die Waffe wieder auf die Hand. Genau. Kann die Waffe auch gleich nochmal ausspielen. Genau. Kann aber damit nicht angreifen. Ah, Blutwichte. Schade, ich kann die nicht anwählen. Das ist natürlich jetzt doof. Vernichte alle Diener ist jetzt nicht so die Variante, die ich geil fände. Boah, ich hoffe, ich sterbe dann nicht weg dann. Wir holen die mal raus jetzt hier. Ich komme aus der Nähe. Hä? Wenn ein Diener mit Todesröhrchen wird er... Ah, das ist ja cool. Cool, ein Geheimnis haben wir schon mal gelüftet. Das ist ja schön. Leidet! So, sehr gut. Ich hoffe, ich überlebe das noch. Er macht 2 Schaden. Aua! Au! Toll. So eine billige Wichte. Sollte ich trotzdem vielleicht lieber vernichten, ne? Also. Ah, Mann! Ja, ja, egal. Hier, komm. Machen wir den kaputt. Irgendwas muss ich ja kaputt machen. Schon wieder so ein Ding hier. Der Spieler, der am Zug ist, erhält 5 Rüstung. Cool. Gut, dass ich das gemacht habe. Sehr geil, gefällt mir. Okay, 5 Leben hat er noch da drüben. Bin mal gespannt, ob wir ihn damit tot bekommen. Oder was sich da noch zeigen wird. Schreib mich nicht so an. Hehehe, der schon wieder. Okay, so. Ich werde mich erstmal hier probieren. Oh, so. Yeah, herzlichen Glückwunsch. 9 getötete Diener, ein aufgedecktes Geheimnis. Cool. Was sind die anderen Geheimnisse? Manno. Ein neuer Kartenrücken. Oh, wie geil. Wir haben einen neuen Kartenrücken bekommen. Ui, wir haben diesmal fürs Kartenchaos keine Packung gekriegt, sondern einen Kartenrücken. Episch. Aber wir haben noch ein paar Packungen. Nämlich, einmal habe ich hier die Quest hier geschafft. Da habe ich dann auch gleich eine neue für gekriegt. Nämlich dem Jade-Lotus beitreten. Und die anderen zwei sind aus den letzten... Achso, aus den letzten Kartenchaos-Partien. Deswegen packen wir jetzt erstmal alle da aus hier. Erstmal die natürlich. Die alten. Kältekegel. Mhm. Oh, der Taurenkrieger. Blutwichtel mag ich ja sehr gerne, habe ich aber schon genug. Der Verwüster. Oh, das ist eine coole Karte. Die mag ich. Verwüster ist geil. Kann zwar auch mittlerweile von allem Möglichen gekontert werden, ist mittlerweile nicht mehr so wahnsinnig gut, aber
japanischer Kodo. Auch cool. Aber ich glaube, den habe ich auch schon doppelt. Also. So, und die neue. Der Schattenwüter. 5-1 Verstohlenheit. Oh, geil. Frosttrank friert einen Feind ein. Ist jetzt nicht die Megakarte. Kampfschrei ruft ein Ogre 6-6 herbei. Witzig. Großstadtgangster. Ruft ein Jade-Golem herbei, erhaltet einen leeren Mana-Kristall. Okay, also die Jade-Blüte, damit wir schon mal fette Jade-Armee machen können mit dem Druiden. Da kann man ja viel mitmachen mittlerweile. Verleiht einem zufälligen Diener auf Arand, der Spott hat +3/+3. Oh, das ist cool. Das ist ja ganz nett. Einen zufälligen Diener mit Spott +3/+3, ja. Ist halt auch, ne, schon mal eine heftige Karte. Der Jade-Häuptling. Kamschrei ruft einen Jade-Golem herbei, verleiht ihm Spott. What? Geil. Der schon wieder. Der Frosttrank. Entdeckt einen Diener mit Spott. Oh, sehr schön. Ich kenne da jemanden. Ah, die Kabalenkrallenpriester. Die kommen. Kamschrei verleiht einem befreundeten Diener 3 Leben. Das ist auch ganz nett. Vor allem nicht mal einem zufälligen, sondern ich kann ihn auch bestimmen. Das ist also im Prinzip so wie der der Typ hier, der Priester des Lichts. Ach, die ist gut wieder, toll. Der Priester des Lichts, der kann ja auch +3 Leuten verleihen. Guck mal, so, warte mal. Ja, dann können wir auch schon mal gleich hier, was ist das hier? Malstrom fügt einen feindlichen Diener einen Schaden zu, ruft einen zufälligen Diener herbei, der 1 kostet. Ach so, hier, die Geschichte. Allen feindlichen Einschaden, das ist eigentlich auch nicht so wahnsinnig viel, ne? Beschwört jedes Mal, wenn ihr einen Zauber wirkt, ein zufälliges Basistotem. Warum habe ich die denn noch nicht drin, die Hexendoktorin? Ja, das ist doch eigentlich voll geil. So, warte mal, müssen wir auch mal gucken, was wir dafür rausnehmen. Dann, ich habe ja eigentlich gar nichts, was ich dafür rausnehmen will. Weil ich habe ja eigentlich so... Eigentlich ist mein Deck ziemlich cool, so. Lavaschock, ja, Geist der Ahnen ist eigentlich auch immer so eine Karte, die ich sehr liebe. Staubteufel, Heilung der Ahnen braucht man halt schon mal. Blitzschlag ist auch ganz cool für den Anfang. Champion von Sturm, der Feuerelementar, den könnte ich höchstens rausnehmen. Aber der ist halt auch ganz geil. Erdelementar, aber ne, Erdelementar ist so ein... Der Brandwachenzerstörer, der ist einfach viel zu heftig hier, aber... Ruft ein Jade-Golem herbei, verleiht ihm Spott. Na, das ist allerdings für 7 Mana 5-5 und dann nur so ein Golem, der bei mir im Deck im Moment auch nur ein 1-1er wäre, ist der nicht so das Highlight. Also ich glaube, das lassen wir dann erstmal. Aber mein Priester-Deck, da wird noch umgebaut. So, wo ist denn hier der neue, bitte? Die neue Karte, die ich hier sehe. Ach so, hier, warte mal. 3-mal habe ich die jetzt schon, okay. Und einmal in Gold. Ach, der ist das. Okay. So, Priester wollte ich doch reingehen. So, wo ist der Kerl? 3 Mana kostet er. Ja, sehr schön. Ja, genau den wir brauchen. Lichtbrut. Pff. Vernichtet alle Diener mit 2 oder weniger Angriff. Gut, damit mache ich meistens mein eigenes Deck kaputt. Aber manchmal hilft das schon. Manchmal hilft das schon. So, den grimmigen Gast, den will ich gerne drin behalten. Auferstehung. Ja, ist eigentlich auch ganz... Ach komm, das wütende Huhn, das nutze ich sowieso eigentlich nie. Das ist... Aha, Priester Nimmersatt. Stimmt, den habe ich auch noch. Der kostet auch noch 4 Mana. Ey, warum habe ich denn solche coolen Karten, die ich einfach nicht eingebaut habe bislang? Verstehe ich nicht wirklich. So, Gedankenraub ist immer eine gute Karte, weil 2 Karten mehr, ne? Also, beziehungsweise in Summe ist es ja eigentlich nur eine Karte mehr. Aber die ziemlich cool ist das Drachenei. Ja. Kreis der Heilung, den muss ich drin haben. Auferstehung, Machtwortschild. +2 Leben zieht eine Karte. Er ist eigentlich... Ach. Priester Nimmersatt ist aber auch ganz gut, weil er halt einfach angreifen kann, ne? Zu Beginn hast du bei... Ja, komm, ganz ehrlich. Packen wir den dafür mal rein. So, fertig, ne? Sind wir durch. Sehr schön. Dann würde ich sagen, haben wir noch 5 Minütchen. Da können wir nochmal probieren, ob wir nochmal irgendwo hier in einem Solo-Abenteuer ein Kapitel weiterkommen in Karajan. So. Der Kurator entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten. Ist klar. Bitte helft, die Kreaturen einzufangen. Ist klar, machen wir.
Der Drache ist los, scheucht ihn in die Menagerie zurück. Spieler beginnen mit 10 Mana-Kristallen. Ach, das war die Geschichte. Stimmt, wo ich ein Deck extra für basteln wollte, ne? Okay, das ist kein Problem, das mache ich jetzt einfach. Wisst ihr was? Genau, dann bauen wir jetzt noch ein Deck für das nächste Mal, wenn wir in Solo-Abenteuer gehen. Dazu brauche ich ja nur mit 10 Mana-Kristallen, ne? Das heißt, am besten irgendwie hier jemanden, der eine geile Fähigkeit kann. Hexenmeister eine Karte ziehen ist, glaube ich, relativ cool. Wobei ich ja wahrscheinlich sowieso nicht mehr als eine Karte spielen kann. Ja, komm, nehmen wir mal raus hier alles. So. Dann suchen wir uns mal die ganz teure Karten. Die brauchen wir ja vornehmlich. Ach, den Alarmobot, den könnte ich natürlich auch mal reinnehmen. Servo ist natürlich... der kann natürlich ganz cool kommen. Weil dann kriegen wir natürlich noch ein paar mehr Kreaturen aufs Deck. So, warte mal, hier Stalag brauchen wir. Und wo ist der gute Feigen? Loatep. Zauber nur. Auch warum nicht? So, Großwildjäger können wir auch reinpacken. Wäre auch recht praktisch. Imperator Taurisan wäre ziemlich gut. Stellt beim Leben vier Leben wieder her. Ja. Champion von Sturmwind, ja. Dieses komische Ding hier. Chromagus. Oh, sehr gut. Nostormu. Finde ich auch gut. Kel'Thuzad natürlich. Und fügt eure Hand zufällig zur Hälfte von der Klasse eures Gegners hinzu. Ja. Sehr schön. Arkanriese für jeden Zauber, den wir in diesem Spiel gewirkt haben. Ah, ich weiß noch nicht, wie viele Zauber wir da reinnehmen werden. Aber wir können es mal probieren. So, dann gehen wir mal weiter zurück. Und gucken wir mal, was dann da passiert. Grabenlaura. Nee, der ist ja nur... Ich glaube, der ist für mein Deck doch nicht so wahnsinnig gut. So, den holen wir rein, den Wächter hier. Und dann... Wo ist denn der Großwildjäger? Der kostet ja nur 4 Mana? Nee, kostet doch... Ich dachte, der wäre so teuer gewesen. Hier, Schlickspucker können wir als Helfer hier reinholen. Dann so einen panischen Kodo baue ich auch nochmal rein. Und dann... Was haben wir noch Schönes? 21 Karten haben wir jetzt auch schon. Okay. Okay. Ein Zauber wirkt, ruft er. Das ist jetzt dann nicht so der Bringer. Wo ist denn dieser komische Großwildjäger? Oder darf ich den nicht nutzen? Doch, den darf ich doch nutzen. Ja, den darf ich doch nutzen. Der ist bestimmt hier noch irgendwo. Warte mal, was? Kopiert Angriff und Leben eines befreundeten Dieners. Okay, nur Angriff und Leben. Ja, okay. Ist aber auch ganz gut. Kann man mal machen. Was haben wir noch Schönes? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich... Nee, wo ist denn dieser komische Großwildjäger? Der muss aber irgendwann hier kommen, wenn es den noch gibt. Achso, kann ich doch suchen. Haha. Groß... Was? Es gibt echt den Großwildjäger nicht? Das ist aber frech. Okay, das ist ja doof. Das finde ich jetzt aber ein bisschen sehr komisch. Den Blutwiti habe ich schon... Was? Den habe ich schon... mehr als 9 Mal. Krass. Das ist ja gemein. Steht dann da gar nicht 38 Mal oder so, sondern nur mehr als 9 Mal? Okay, das ist ja doof. So, fügt einem Diener 4 Schaden zu. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Dann... hier, das brauchen wir auf jeden Fall. Vernichtet alle Diener für alle Notfälle. Ja. Oh, nee, ich muss hier das Beschwörungsportal muss ich auf jeden Fall reinbringen. Da muss ich irgendwas für rausnehmen. Und zwar irgendwas, was ich nicht unbedingt brauche am besten. Zum Beispiel den hier. Den brauche ich jetzt echt nicht so wirklich. Alarmobot.
austauschen, ne? Austauschen heißt, der geht ja auf die Hand zurück. Dann machen wir es doch. So, dann sind 20 Minuten um. Wir haben unser Deck für die nächste Runde gebaut, für das nächste Solo-Abenteuer. Mal sehen, wann das kommt. Und vorerst hoffe ich, es hat euch gefallen heute. Wir sehen uns dann nämlich beim nächsten Mal wieder. Also hoffentlich, wenn ihr Lust habt. Und dann geht es wieder mal rund. Ich wünsche euch einen schönen Tag und macht es gut. Ciao. Also, ah, Mann. Ja, ja, egal. Hier, komm. Machen wir den kaputt. Irgendwas muss ich ja kaputt machen. Schon wieder so ein Ding hier. Der Spieler, der am Zug ist, erhält 5 Rüstung. Cool. Gut, dass ich das gemacht habe. Sehr geil, gefällt mir.